Und damit herzlich willkommen zurück zum zweiten Tag von unserem Speed-Server. Ja, einiges ist passiert. Nicht nur, dass ich jetzt schon Stufe 49, fast 50 bin. Nein, am meisten hat sich in der Gilde getan. Und da ist dann mein Level auch nichts mehr im Vergleich. Denn, wenn man sieht, wir haben den Vollausbau. Volle Festung, voller Goldschatz, voller Lehrmeister. Und wir haben noch genug Gold, sogar um die ersten Raids anzugehen. Und wenn wir oben sehen hier, Chris, Ambulson und Armeno auf Überstufe 100, 106, da war dann 101. Es ist ziemlich krass. Ritterhalle fängt auch langsam auszubauen. Ich denke, wir sind aktuell die stärkste Gilde. Ich kann es nicht ganz so beurteilen, da ich nicht in anderen Gilden drin bin. Aber ich denke mal, selbst wenn wir die Ehrenhalle mal gucken, sind wir in den Top, den Top-Spielern gut vertreten. Allein Top 1 bis 8 von uns, Remember Us, ist schon ziemlich stark. Und mal gucken, Post, ja. Die Post war voll, ich habe sie lernen müssen, gerade eben unten auf dem Sofa. Also ich kriege hier wirklich minütlich Post, weil sich alle bewerben. Aber ich lese sie auch mittlerweile durch. Aber ich kann wirklich niemanden einladen, weil wir sind einfach voll. Wir haben jetzt zwar noch drei Plätze, aber da warte ich noch, dass wirklich jetzt richtig, richtig fette, gute Bewerbung kommt. Und hier, so, lernen wir das erstmal wieder. Bisschen Platz, dann können die Leute wieder schreiben. Und dann kann man auch jemanden wieder einladen. Ja, Dungeon-technisch muss ich mal gucken, wo ich da jetzt gerade stehe. So, erstmal, ich würde sagen, erstmal Stufe 50 erreichen. So, warte mal, ich will erstmal Stufe 50 haben. Das gönne ich mir. So, damit bin ich auch Stufe 50. Und guck mal im Dungeon rein. Was haben wir denn hier? Rotlicht-Sukubus mit Stufe 56. Die sollte eigentlich drin sein. Sogar eigentlich relativ leicht, dachte ich. Dachte ich zu tun wissen. Und da ist sie auch down. Ah, diese Kette kann ich nicht gebrauchen, die verkaufe ich mal. So, weg damit. Und dann gucken, müsste Stufe 58 kommen, der sollte hier drüben sein. Und beim ersten Versuch und sogar noch ein Epic-Helm mit Sockel. Da kann ich sogar diesen schönen Ausdauerstein reinhauen. Bam, so, das gefällt mir. Stufe 51 erreicht. Und da kommt noch wieder die nächste Bewerbung. Please add me to guild. Nein, tut mir leid, Kropnik, ich werde dich leider nicht einladen. Und dann kommt noch schon hier Stufe 60, grimmiger Wolf. Der hat schon 1040 geschickt und der ist down und ich kriege einen wunderschönen Glücksring, den ich nicht gebrauchen kann, aber das Gold nehme ich gerne. Auch wenn jetzt 381 Gold wirklich nichts mehr im Vergleich sind zu dem, was ich jetzt in einer Quest bekommen könnte. Und damit, dass ich jetzt auch Stufe 50 erreicht habe, kann ich auch in den Quests jetzt schon die Spiegelscherben finden. Ich gucke mal. Ja, ausrüstungstechnisch ist ja auch schon wieder viel mehr möglich. Aber dadurch, dass man hier so viele Level steigt, lohnt sich es eigentlich fast gar nicht für mich jetzt, großartig eigentlich zu blättern nach Ausrüstung und allem anderen. Ja, ich lasse es auch sein und klicke jetzt einfach weiter Alu, weil ich kriege eh die meiste Erfahrung jetzt eher durch die Quest als aus dem Dungeon. Andersrum, wenn ich jetzt durchpilzen würde die ganzen Dungeons, dann würde es natürlich auch was bringen. Das sieht man ja auch an unseren anderen Spielern, die jetzt über Stufe 100 sind, aber für mich selbst spiele ich jetzt lieber ruhig 300 Alu, mach mal lieber einen Dungeon Try. Wenn ich wirklich weiß, der wird in 2-3 Versuchen auch dann tot gehen, dann mache ich das. Ansonsten eher jetzt hier ruhig die 300 Alu und nebenbei auch mal sich um die Festung kümmern. Und da steht gerade ein Lemur in meinem Zimmer. Denn ich gehe ja gleich auf den Kampf. Das ist eine Cosplay-Veranstaltung in Kassel. Und deswegen werde ich jetzt auch ein paar Stunden abwesend sein. Und meine Offiziere übernehmen das hier und ich werde dann am Abend hier weiter meine Alu klicken, hau gleich Stadtwache rein und spiele am Abend Happy Hour. Ja, ich kann euch ja mal kurz zeigen, wer so alles in der Gilde ist. Nämlich ist er als Gildenleiter dieser Terranigma, den soll man wohl mal schon mal gesehen haben. Dann haben wir diesen richtig süßen Chris hier. Also, der Chris hier drinne, Luca, nicht falsch verstehen, nicht unser Chris. Und dann haben wir hier den Davalon Noxitrox. Den Nero Soul, Dom haben wir, Ampulson, Amino Speed, Marksman, Elraini, Ronon, Morpheus, Snorgi, Little Bärchen, Devil's Reject, Ensa, Chris, Zange, Blastro, Mediv, Real Revenge, aka Max, Liko, Acid, Brodem, Scrat, Chap, Kanas Welt, Back from Hell, Tuneman, unseren lieben Zuschauer-LP, Ghostline, Part Out Speed, Stroke, Streudel. Tim, überspringen wir mal, wenn das ja
Sion, Unusual Karma, Krischi, Habi, Habisot, 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 Tod, Tod, Ot, der Torben, Zombie sucht die Crowtiers, Toka, Vater, Buse, 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 Vater, Belvedere und Neomo. Aktuell alle in der Gilde und wie gesagt, drei Plätze sind noch zu vergeben. Und ich weiß ja nicht, ob eventuell noch unser lieber Schilling Lust hat, in die Gilde zu kommen. Das würde mich natürlich freuen. Ich habe ihn schon öfters gefragt. Ich erwarte jetzt einfach nochmal auf Antwort. Und dann würde ich ihm natürlich ein Plätzchen bei uns sehr gerne anbieten. Auch wenn er selbst gerade Gildenleiter ist und der Gilde Spiele trennt. Aber mal gucken, vielleicht tut er sich ja umentscheiden. Aber ich würde ihn eigentlich sehr gerne sogar bei uns begrüßen und aufnehmen. Und dann bin ich wirklich gespannt, was jetzt noch so auf dem Server passiert. Ich meine, Konkurrenzgilden sind da, aber ob das wirklich Konkurrenz sind, kann ich noch nicht sagen. Wie immer hier diese Gilde, von dem ich den Namen nie aussprechen kann, ist auch ziemlich gut dabei. Aber halt im Vergleich gerade kann uns wirklich keine Gilde gerade das Wasser reichen. Wobei hier die Lappencrew ist auch ziemlich gut dabei, aber ja, wir sind dann doch schon ein Stück besser, möchte man sagen. Ja, und dann, wie gesagt, melde ich mich dann heute Abend oder morgen früh wieder zurück. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich halte euch weiterhin up to date auf dem Speed-Server und bis zum nächsten Mal.